Halt, ich will dir eine Ansage machen, wie wir diese Sitzung gemacht haben. Wir sind hier nicht willkommen. Jeder Mensch fühlt sich irgendwie auf eine andere Weise nicht willkommen. Und wir fühlen uns irgendwie nicht in Deutschland willkommen, weil die komische Blicke, die komische dies, das, zu viel Rassismus, weil wir wissen genau, dass wir nicht willkommen sind, aber man muss uns doch eine Chance geben, oder nicht? Jeder Mensch hat eine Chance verdient. Danke. Genau so sieht's aus. Diese Roma sind sogenannte freiwillige Rückkehrer. Sie haben von der französischen Regierung eine Abreiseprämie bekommen. Ich dachte, wir sind in Sicherheit. Stattdessen wurden wir wieder zurück nach Libyen gebracht. Dass sie Probleme haben bei der Stellensuche, die auch mit ihrer Herkunft zusammenhängen. Die Sorge, dass bald die ersten von ihnen abgeschoben werden könnten, ist groß. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Ich weiß noch, damals, als ich so jung war, was jeden Tag kam, die Bullen, sobald es dunkel war, was dann geschah, darüber munkelt man, Schüsse in der Dunkelheit, mein Vater war so wutgebracht. Sie traten Türen ein in der Hand Kalaschnikow und nahmen einfach so von uns ein paar Leute Hops. Und mein Bruder wuchs alles über seinen Kopf. Ein paar Tage später erschoss ein paar Kopf. Wir packen alle Sachen und hauen nach Schweden ab. Denn in Frankreich drohte ihm jetzt lebenslang. Von Schweden in die Schweiz abgeschoben nach Deutschland. Wir waren immer auf der Flucht, fast mein ganzes Leben lang. Das war nur ein kleiner Teil von dem, was ich erlebt hab. Und ich dachte damals, dass mein Leben keinen Sinn hat. Ja, es war hart, doch dadurch wurde ich härter. Und jeder Line, die ich schreibe, macht mich noch stärker. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, denn keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, denn keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Gęstą ta żaluzji się gestą, ma jacuzzi la żon. Mamy koma maladzi, me komem, ci kunci. Mam Ferrari, la famille sus ma pit, ou la Bourgini. Si un chien alba, la reine, c'est à moi. Je nique la loi, c'est à tout riche la familia. Et dans la guerre, je vous la paix, il voulait pas, j'ai craché. Je te montre ma bite, on est à tes choqués. Quand ta châtre, je vais la niquer. Et si on n'est pas clairement, la joue, c'était pas clairement. J'oubliais ma famille, qu'on disait la date des cons. Jamais mes frères, tous les lames dans la ghetto. Et des frères que je croyais c'est des frères. Et m'ont balancé, et m'ont traité comme un chien. Et la surveillant, que vrai la cellule est moyen bizarre. Parce que je suis qu'un gitan. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nichts, dann steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Ich weiß noch damals, als ich so 5 war, da kam ich in so ein verficktes Asylheim. Was ich daraus entnehme, war Deutsch, Sprechen und Fußball. Und heutzutage nennt sie mich Bruder. Doch auf unter mein Leben war weder Konter noch Wunder. Als ich ein Jahr alt war, verlor ich meine Mutter. Danach wuchs ich in Hamburg bei meiner Oma auf. Sie nahm mich wie ich bin und gab mich niemals auf. Mit 7 kam ich in die erste Klasse. Nur weil ich Roma bin, gab's im Zeugnis eine Klatsche. Keine Perspektive in der Schule, ab ins Radio. Und auf der Straße schon mit 8 wie ein Fußballgott. Mit 11 kam der Rap in mein Leben. Und ich musste mich entscheiden, welchen Weg will ich gehen. Aber mein Talent interessiert dir keinen Hochhausblock. Doch ich schreit und ich will groß rauskommen. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nix, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Und wenn sie meinen, du bist hier nicht willkommen, dann sei ich stark wie harter Beton, der keiner kann vor sein Leben entkommen. Und wenn sie meinen, du wärst nix, dann steh. Steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist. Danke. Dankeschön.